Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Vertrieb geht heute anders, gehen Sie mit. Ich möchte ganz kurz auf die Movento eingehen und natürlich auch auf uns, also Ihre Präsentatoren. Wir sind hier zu zweit, das bin einerseits ich, mein Name ist Lisa Zeppmeisel, ich bin Beraterin bei der Movento seit jetzt knapp 3 Jahren fast und bin im Cloud for Customer Bereich, also das Thema, was wir heute einmal mit Ihnen angehen möchten, direkt eingestiegen und habe damit Kunden auf dem kompletten Weg von der Planung der Lösung, der Aufnahme der Anforderungen bis zur Umsetzung auch schon begleiten können. Ich bin seit Anfang diesen Jahres zusätzlich im Pre-Sales tätig und habe damit eben auch den kompletten Zyklus schon abdecken können. Neben mir ist mein Kollege, der Herr Höfler. Ja, hallo, mein Name ist Gerhard Höfler. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin der österreichische Kollege von der Movento und wir sitzen jetzt hier in dem Büro in Wien. Ich bin seit 2011 in der Beratung tätig, zunächst im klassischen ERP-Bereich, dann spezialisiert auf den Bereich Utilities, das bedeutet Branchenlösung ISU bei Energieversorgern. Seit 2011 bin ich auch im CRM-Bereich tätig, zunächst im klassischen CRM-On-Premise-Bereich und seit diesem Jahr bin ich Mitarbeiter der Movento und hier auch Berater in Cloud for Customer. Ich bin von Beginn an in den Projekten von Workshops, Konzeption und Umsetzung mit involviert und freue mich jetzt gemeinsam mit der Frau Zeppmeisel Ihnen das Webinar zu gestalten. So, gut, Dankeschön. Bevor wir direkt in den Prozess einsteigen, möchte ich Ihnen noch ein paar Worte über die Movento erzählen, ohne hier jetzt aber im Detail darauf einzugehen. Ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten. Uns gibt es seit 1999. Wir sind Beratungsunternehmen für die Bereiche Customer, Commerce und Design and Usability oder User Experience. Darauf werde ich aber gleich nochmal eingehen. Wir sind derzeit knapp über 100 Mitarbeiter an 5 Standorten. Das ist in Deutschland einmal der Standort Mannheim und München, in der Schweiz in St. Gallen und jetzt seit Anfang diesen Jahres haben wir 2 zusätzliche Standorte, einmal in Düsseldorf und in Wien, wo wir uns jetzt derzeit im Büro befinden. Unser Slogan ist Turning Bytes into Emotions. Bits und Bytes sind eigentlich Dinge, die sich nicht unbedingt auf den ersten Blick miteinander kombinieren lassen oder schwierig in Verbindung bringen lassen. Das ist aber genau das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben und was wir uns zur Aufgabe machen, diese technischen Bits und Bytes, diese Lösungen, die verwendet werden, um eigentlich einem Ziel gerecht zu werden, in Emotionen zu verwandeln. Und das tun wir in 3 Teilbereichen. Das ist einerseits Customer, also alles, was grob mit dem Thema CRM zu tun hat, aber noch viel weiter geht, wie wir nachher mal sehen werden. Der 2. Punkt ist der Commerce-Bereich, also Online-Lösungen, Shop-Lösungen. Und der 3. Bereich, wie schon erwähnt, ist der User Experience-Bereich. Also alles, was unter das Thema Design und Usability, User Experience fällt. Wir haben hierzu auch ein eigenes Design Lab und User Experience Lab in der Schweiz sitzen, was Apps eben auf die Usability testet. Zusammengefasst nochmal, unsere Leidenschaft ist es, digitale Lösungen für Sie, Ihre Kunden, aber auch Ihre Produkte zu erschaffen und somit diesen Rundumschlag einmal gewährleisten zu können. Das soll es aber schon gewesen sein und wir wollen jetzt eben direkt in das Thema einsteigen, was wir uns für heute vorgenommen haben. Und das ist SAP Cloud for Customer, SAP Hybris Cloud for Customer, wie es jetzt korrekterweise heißt. Und damit die neue CRM-Lösung von der SAP. Kurz zur Architektur des Systems. SAP Cloud for Customer ist eine Open-Plattform, die sich das Thema Mobility ganz groß auf die Fahne schreibt. Das werden wir nachher auch nochmal sehen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das System über jedes mobile Endgerät zu nutzen und über jedes mobile Gerät einzusteigen und damit auf die gleichen Daten zugreifen zu können.
Das Ganze erstreckt sich über drei Bereiche. Das ist einmal Sales für die Vertriebskomponente und damit die klassischen CRM-Funktionalitäten, die man damit abdeckt. Zum Zweiten ist das Cloud for Service, also auch eine Service-Komponente und damit Cloud for Marketing, um eben diese 360-Grad-Kundensicht gewährleisten zu können. Da werden wir aber auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Außerdem ist es möglich, dieses System mit jeglichem ERP-System, CRM-System von der SAP, aber auch mit Third-Party-Systemen oder dem BW über Web-Services anzubinden. Damit haben wir ein einfaches System, ein komplettes System, womit wir den kompletten Kundenprozess und den Blick auf den Kunden abbilden können, ein integriertes System und auch ein sehr, sehr kostengünstiges System. Wie schon gesagt, der Grundsatz ist Mobile First. Wie wir immer so schön sagen, 100.000 Kunden, 10.000 Kunden, 200.000 Ansprechpartner eigentlich immer in der Hosentasche dabei haben. Jeder hat sein Smartphone, hat sein Tablet heutzutage eigentlich immer überall dabei. Und so hat man eben die Möglichkeit, das zu nutzen und immer auch auf Kundendaten zugreifen zu können. Wir werden das nachher einmal live sehen und das Beispiel durchspielen eines typischen Messeprozesses, eines Messebesuches oder eben, wenn man selber Aussteller ist auf der Messe und ein Kunde kommt und man hat die Möglichkeit, direkt auf dem Handy, direkt auf dem Tablet alle letzten Aufträge und alle Kundendaten, Kundenanalysen eben direkt abrufen zu können. Und das auf jedem Gerät und damit immer auf die gleichen Daten zugreifen zu können. Der Vorteil von SAP Cloud for Customer ist, dass das System im deutschen Rechenzentrum der SAP gehostet wird. Also in St. Leon Roth, das ist so knapp 20 Kilometer von Walldorf weg und sich dadurch unter deutschem Datenschutzgesetz befindet. Also wie gesagt, Sie erhalten die Folien nachher auch im Nachgang und haben die Möglichkeit, sich unter dem Link, der in der Präsentation ist, selbst mal im Datencenter umschauen zu können. Jetzt aber genug über das System. Wir wollen tatsächlich in den Prozess einsteigen. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht, was, wie ich finde, eigentlich ganz gut passt. Ein Zitat, was schon ein paar Jahre älter ist und damit aber auch mit so einem Grundsatz des Managements abdeckt. The purpose of business is to create and to keep a customer. Und vor allem dieses Keep ist heutzutage sehr, sehr viel wichtiger. Es geht nicht mehr nur darum, einen Kunden zu gewinnen, sondern diesen auch langfristig zu binden, langfristig zu erhalten und ihm den besten Service zu bieten. Wie erreicht man das heutzutage? Nur damit, indem man einen Schritt weiter geht als das klassische CRM, wie man es kennt. Wir haben vorhin schon gesagt, die CRM-Funktionalitäten bilden eigentlich die klassischen Bereiche des Vertriebs ab. Wir wollen aber noch viel weiter gehen. Wenn wir einen Kunden nicht nur gewinnen, sondern auch halten wollen, dann müssen wir ihn in diesen kompletten Prozess mit einbinden. Der Vertrieb, der Service und das Marketing muss sehr, sehr viel stärker zusammenwachsen und die Prozesse dürfen weniger einzeln sein, müssen konsistenter und auch runder sein. Das heißt, wir bekommen einen neuen Kontakt, wir erfassen einen neuen Lead, beispielsweise auf der Messe, wir binden ihn in Kampagnen ein, wir wandeln die Leads an, wir qualifizieren die Leads, die wir gewonnen haben, was alles noch Prozesse sind, die eigentlich im Marketing stattfinden. Und müssen dann aber diese Daten, diese Interessenten, die wir gewonnen haben, an den Vertrieb weitergeben, sodass der Vertrieb diese weiter qualifizieren kann. Der Vertrieb besucht dann die entsprechenden Interessenten, erstellt Angebote, erstellt Opportunities, arbeitet mit diesen Opportunities zusammen, um letztendlich diese Interessenten tatsächlich in einen Kunden umzuwandeln. Damit haben wir den ersten Teil des Grundsatzes erledigt. Wir haben einen Kunden gewonnen und könnten uns eigentlich jetzt an den nächsten Kunden machen und den nächsten Interessenten in einen Kunden umwandeln, den nächsten Kunden gewinnen. Wir können aber auch viel weitergehen mit diesem Kunden und ihn tatsächlich in diesen Kreislauf mit einzubinden, mit dem Ziel, dass er eben wieder bei uns kauft.
Und das erreichen wir nur, indem wir ihm auch guten Service bieten, indem wir Reklamationen weiter bearbeiten, indem wir Service-Tickets weiter bearbeiten, eventuell auch eine Technikerrückmeldung bekommen, um ihn eben dann irgendwann wieder in Marketingkampagnen einzubinden, Cross- und Upselling zu machen und ihn so immer in diesem Kreislauf zu halten. Das ist der Grundsatz, den Cloud for Customer auch verfolgt. Und bevor wir direkt in die Demo einsteigen und heute uns auch Cloud for Customer die Lösung mal anschauen wollen und so einen ersten Eindruck der Lösung bekommen wollen, habe ich Ihnen mal einen Ausschnitt von dem Prozess mitgebracht, den wir heute anschauen wollen, damit wir auch einige Begriffe abklären können. Leider fehlt uns heute die Zeit, diesen kompletten Rundumschlag einmal mitzunehmen und aufzugreifen, weshalb wir uns dann wirklich ein wenig auf die Vertriebskomponente heute fokussieren wollen. Der Kern des CRM-Systems und auch des Kreislaufs, wie wir ihn eben gesehen haben, ist eigentlich immer der Kunde. Sie werden auch nachher die Kunden sehen. Ich möchte aber diese Begriffe Interessent und Kunde einmal abklären und finde es ganz schön, diesen Überbegriff Accounts zu verwenden. Ein Account ist eigentlich noch mal ein bisschen mehr. Ein Account ist ein Unternehmen, mit dem Sie in Geschäftsbeziehungen stehen. Das kann ein Interessent sein, das kann aber auch schon ein Kunde sein. Also jemand, der in der Vergangenheit bereits gekauft hat oder in naher oder vielleicht sogar ferner Zukunft, hoffentlich eher naher Zukunft, bei Ihnen kauft. Diese Accounts haben entsprechend Ansprechpartner zugewiesen. Und hier unten sehen Sie den typischen Verkaufsprozess. Wir haben Leads, die wir gleich auf der Messe erfassen werden. Diese Leads werden irgendwann in Opportunities umgewandelt, werden dann Angebote oder sogar Aufträge für die Accounts erstellt. Zusätzlich werden wir Aktivitäten mit den Accounts verknüpfen und Besuche. Und damit gebe ich eigentlich auch schon direkt weiter und der Herr Höfler wird Ihnen einmal zeigen, wie dieser Prozess in Cloud for Customer abgebildet werden kann. Ja, vielen Dank, Lisa, für die nette Einführung. Ja, Vorhang auf für die Demo. Wir haben uns etwas Nettes für Sie vorbereitet. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Messe, Sie hatten einen langen Tag, es ist bereits Abend und die ersten Besucher gehen. Sie haben viele erfolgreiche Gespräche geführt und dementsprechend haben Sie auch vor sich ein Notizbuch voller Gesprächsnotizen und auch viele Visitenkarten gesammelt. Die Messe dauert jetzt vielleicht noch ein, zwei Tage an und vielleicht haben Sie sich dann auch noch einen Tag freigenommen. Und in der Regel würden Sie dann in 2 oder 3 Tagen zurück im Büro sein und sich dann an die Arbeit machen, all Ihre Kontakte durchzutelefonieren oder per E-Mail anzuschreiben. Und es wäre doch jetzt schön, wenn wir eine Möglichkeit hätten, diese Kunden viel schneller und viel früher zu kontaktieren, solange das die Kohle noch heiß ist, dass wir zum Beispiel noch direkt auf der Messe den Interessenten als Lead in unserem System erfassen können. Und das machen wir am besten mit der mobilen Lead-Erfassung. Ich werde dann jetzt gleich mein iPhone in die Hand nehmen und via Visitenkartenscanner eine Visitenkarte einscannen und Ihnen zeigen, wie ich daraus automatisiert einen Lead anlegen kann und an das C4C-System schicken kann. Sie können sich die App Cloud for Customer runterladen und auf jeden mobilen Device installieren. Das können Sie auf jedem Smartphone machen, auf jedem Tablet. Und ich habe hier jetzt mein iPhone installiert. Sie sehen hier die Startseite mit dem Kacheldesign. Das haben Sie vorhin schon in der Browserversion gesehen. Das Design ist auf jedem Device gleich, egal ob Sie jetzt ein Smartphone verwenden oder am Tablet arbeiten oder in der Browserversion. Sie erkennen die Menüs und Ihre Optionen überall wieder. Wenn ich jetzt einen Lead erfassen möchte, wie vorhin erwähnt, habe ich hier die Möglichkeit, über mein klassisches Menü unter Verkauf und Leads einen Lead anzulegen. Wir sind jetzt aber auf der Messe und ich möchte meinen Kontakt schnell anlegen und habe hier links unten auf dem Plus gelange ich zu der Schnellerfassungsmaske oder Schnellerfassungsmenü, wo Sie in der Mitte den Menüpunkt Lead sehen.
In unserem Fallbeispiel ist mein Interessent die Lisa Zeppmeisel, die Sie gerade vorhin gehört haben, und ich habe mir eine Fake-Visitenkarte gebastelt. Mit Fake-Visitenkarte meine ich, dass ich die Firma Movento, die auf ihrer Visitenkarte steht, geändert habe in Flutter GmbH. Wir befinden uns in einem Demosystem und haben die Flutter GmbH entsprechend als vollständigen Kunden abgebildet mit voll funktionierenden Datensätzen. Ich habe hier die Möglichkeit, den Kunden oder die Datenfelder manuell zu pflegen, und wir wollen das jetzt schnell, wie bereits erwähnt, mit dem Visitenkartenscanner machen und klicke hier links unten auf Scannen. Die App fragt mich jetzt, ob ich die Kamera benutzen möchte oder bereits ein fertiges Foto aus dem Album laden möchte. Ich wähle Kamera und mache ein Foto von der Visitenkarte. Wenn ich mit der Qualität des Fotos einverstanden bin, wähle ich Foto benutzen, ansonsten kann ich links mit Wiederholen ein neues Foto machen. Ja, während der Scan in die App hochgeladen wird, möchte ich Ihnen noch sagen, dass wir später, wenn wir den Kontakt, den Lead an C4C senden, den Lead als Ansprechpartner einem Kunden hinzufügen werden, und Sie werden dann auch sehen, dass Cloud for Customer auch eine Duplettenprüfung anbietet, sodass der Kunde automatisch dem richtigen oder der Ansprechpartner den richtigen Kunden zugeordnet wird. Die Lead-Erfassung ist schon fertig. Man sieht auch, dass die Daten korrekt sind. Alles ist richtig geschrieben. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, auch noch manuell etwas zu ändern. Die Daten wurden aber richtig übernommen und deswegen wähle ich fertig. Bevor ich jetzt noch sichere, möchte ich zu meinem Lead auch noch meine Gesprächsnotizen erfassen. Ich habe in dem Beratungsgespräch einen Leitfaden verfolgt und möchte jetzt hier den Lead öffnen und noch einen Fragebogen hinzufügen. Ich kann hier einen Umfragebogen auswählen. Den Umfragebogen, den können Sie für Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen, zum Beispiel für eine Messe oder für einen Kundenbesuch, den Sie in Angriff nehmen. Ich füge hier jetzt meinen Leadbogen hinzu. Wie Sie sehen, haben wir hier mehrere Fragen und jeweils in den Kästchen die Möglichkeit, hier eine Antwort einzutippen. Weil wir auf der Messe sind und das schnell machen wollen, haben wir auch die Möglichkeit, via automatischer Spracherkennung hier eine Antwort zu platzieren. Wer von der Movento übernimmt welchen Schritt genau, das mache ich. Dann haben wir noch ein Pflichtfeld, was ist Thema der Dankesmail. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und das Gesprächsthema war SAP Cloud for Customer und von mir aus auch Objektmanagement. Habe ich alle Fragen korrekt beantwortet, kann ich hier meinen Lead bei den drei Punkten rechts unten an mein C4C senden. Gut, dann möchte ich gerne wieder in die Browser-Version wechseln. Sie sind jetzt zurück von der Messe. Es sind ein paar Tage vergangen und Sie starten mit einer Tasse Kaffee in der Hand in den neuen Tag. Und was Sie als erstes sehen, wenn Sie sich in den Cloud for Customer anmelden, ist diese Startseite. Hier sehen Sie zum Beispiel alle Ihre Aufgaben, die jetzt überfällig sind, was Sie verpasst haben und was Sie jetzt noch zu erledigen haben. Diese Startseite ist total auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassbar und konfigurierbar, beziehungsweise auch unternehmensweit rollenspezifisch anpassbar. Wenn Sie ein Vertriebsmitarbeiter sind, werden Sie andere Informationen auf Ihrer Startseite sehen wollen als ein Vertriebsleiter. Wenn Sie ein Vertriebsleiter sind, interessiert es Sie auch sicher, welche Aktivitäten Ihres Teams angefallen sind. Oder wie hoch die derzeitige Angebotssumme in der Pipeline ist, wie hoch die Gewinnquote war. Oder Sie können sich auch hier gleich direkt
die Berichte und die Reports einblenden lassen, die sie wirklich täglich für ihre tägliche Arbeit brauchen oder wo sie regelmäßig einsehen wollen. In den Feeds, das kennen Sie schon von Facebook, wenn Sie zum Beispiel Inhalte teilen wollen oder an Inhalten interessiert sind von Ihren Mitarbeitern oder Sie sich regelmäßig am Laufenden halten wollen, wie der Status eines Ihrer Kunden ist oder eines Ihrer Kunden, Ihrer Mitarbeiter. Wenn Sie immer up-to-date gehalten werden wollen, dann können Sie den Kunden hier hinzufügen und Sie sehen hier, Sie werden hier immer informiert über den aktuellen Stand. Sie können auch Nachrichten an Ihre Mitarbeiter hinterlassen, indem Sie hier mit einem einfachen Add, zum Beispiel Lisa Zeppmeißel, kann ich hier dann wählen und dann eine entsprechende Nachricht verfasse, kann ich hier diese zukommen lassen. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Mitarbeiter zu schicken. Das machen Sie mit einem Doppel-Add und zum Beispiel dann mit Notify. Sie werden auch benachrichtigt, immer dann, wenn Sie aktiv etwas zu tun haben. Also wir haben hier gesprochen über Informationen. Hier werden Sie informiert über Neuigkeiten. Wenn aus dieser Information auch eine aktive Tätigkeit für Sie entsteht, erhalten Sie im Benachrichtigungsfenster hier oben eine Information, dass Sie jetzt zum Beispiel eine Dankesmail an den angelegten Lead soeben senden können. Zurück zum Lead. Wir wollen jetzt als nächstes, wenn wir jetzt den Prozess weiter verfolgen, den Lead Lisa Zeppmeißel als Ansprechperson dem Kunden Flattermann GmbH zuordnen. Ich öffne hier die Leads. Diese Suchmaske oder diese Suchvarianten hier sind standardmäßig von SAP vorgegeben. Sie können sich aber hier auch auf Ihre speziellen Bedürfnisse hin eigene Suchvarianten bauen. Ich wähle hier jetzt zum Beispiel mal alle und ich sehe auch schon die Lisa Zeppmeißel, die ich vorhin mobil erfasst habe. Ich habe hier die Möglichkeit, noch meinen Lead ins Excel zu exportieren oder über Regeln einen zuzuordnen. Ich gehe jetzt aber in den Lead hinein. Gut, hier unter Aktionen kann ich die Lisa Zeppmeißel hier als Ansprechpartner einem Kunden zuordnen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass Cloud for Customer eine Duplettenprüfung automatisch anbietet, auch mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnung, wo das System glaubt, dass sie den Kunden richtig zuordnet. Die Flutter GmbH hat sie richtig erkannt mit 100% und die werden wir jetzt auch auswählen. So, Lisa Zeppmeißel ist jetzt als Ansprechperson dem Kunden hinzugefügt worden. Jetzt werde ich auch gleich direkt, da sieht man hier auch entsprechend, dass er den Kunden Flutter GmbH schon übernommen hat. Ich werde jetzt hier alles schließen. Und jetzt direkt in den Kunden abspringen und Ihnen anhand der Flutter GmbH noch mehr über das System zeigen. Ich wähle hier wieder alle meine Kunden. Flutter GmbH. Wir sehen hier schon ein paar mehrere Firmen mit Flutter. Vielleicht wollen Sie sich den einen oder anderen merken. Ich werde Ihnen später, wenn wir in den Account abgestiegen sind, noch in dem Bereich Beziehungen zeigen, wie Sie ganze Unternehmensstrukturen mit Tochtergesellschaften und Müttergesellschaften abbilden können. Ich wähle jetzt die Flutter GmbH. So, hier sehen Sie auf den ersten Blick alle wichtigen Informationen, die Sie zu Ihren Kunden haben wollen. Wir haben hier oben den Kopfbereich mit Informationen wie Adresse oder Name oder auch, wie die Frau Zeppmeißel vorher erwähnt hat, die Rolle Interessent. Das wird bei jedem Ihrer Unternehmen vermutlich auch unterschiedlich definiert sein.
Ich spreche gerne immer auch darüber, ab wann ist denn ein Kunde ein Interessent? In der Regel ist ja ein Kunde erst dann ein Kunde, wenn er bei mir gekauft hat. Manchmal wird der Kunde aber schon als Kunde definiert, sobald er ein Angebot erhalten hat. Ich kann hier auch noch andere Informationen einblenden. Das können Sie sich auch kundenspezifisch anpassen. Wir haben ja zum Beispiel noch das Kundenteam. Im Kundenteam werden alle Mitarbeiter angezeigt, welche meinem Team sind, alle meine Vertriebsmitarbeiter, oder ich habe hier auch meine Adressen angezeigt. Sie können sich hier auch konfigurieren, dass Sie im Kopfbereich auch noch mehr Informationen sehen wollen, zum Beispiel, wie viel Erlös habe ich denn schon gemacht mit dem Kunden oder wie hoch ist denn meine derzeitige Angebotssumme. Leider fehlt uns heute die Zeit, dass ich Sie über alle Menüreiter führe. In der C4C-Sprache nennen wir die Reiter auch Workcenter. Ich werde später noch in die Aktivitäten und in die Ansprechpartner abspringen und werde Ihnen jetzt kurz in ein, zwei Sätzen erzählen, welche Möglichkeiten wir noch haben. In dem Reiter Verkaufsdaten sehen wir Vertriebsbereichsdaten aus dem ERP. Bei den Opportunities sehen Sie alle Opportunities, die Sie in diesen Kunden schon umgewandelt haben. In dem Bereich Anlagen können Sie Angebote hinzufügen, Dokumente hinzufügen und einsehen. Bei den Adressen ist es möglich, auch verschiedene Adressen zu dem Kunden hinzuzufügen, zum Beispiel Ship-to-Adressen oder Bill-to-Adressen. Das sind Lieferadressen oder Rechnungsadressen, abweichende Rechnungsempfänger etc. etc. Kundenteam haben wir schon gesehen vorhin auf der Übersichtsseite. Hier sind nochmal alle Mitarbeiter, die dem Kunden zugeordnet sind. In dem Reiter Beziehungen kann ich mich zum Beispiel einstellen oder abbilden, dass der Kunde Flutter GmbH in dem Fall ein Endkunde von der Grebe Baugesellschaft ist. In der Kundenhierarchie sehen wir die Organisationsstruktur. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir auch die Möglichkeit hier haben, das ganze Unternehmen bestehend aus Mutter GmbH bis hin zu Schwestergesellschaften und Tochtergesellschaften abzubilden. Diese Möglichkeit finde ich hier wieder. Hier sehe ich alle Leads, die ich zu dem Kunden bereits angelegt habe und verwalten möchte. Mit den Pfeilen hier kann ich meine weiteren Workcenters einblenden, beziehungsweise hier bei den Punkten kann ich auch direkt in andere Menüs einsteigen. Ja, was haben wir noch? Kampagnen zum Beispiel. Das kommt aus dem Bereich Marketing. Hier haben Sie die Möglichkeit, Marketingkampagnen zu erstellen, zum Beispiel E-Mail-Kampagnen. Sie haben hier die Möglichkeit, Kundengruppen anzulegen. Sie können auch auf die Responses reagieren und verwalten bzw. auswerten, wie viele Kunden haben auf meine E-Mail geklickt, wie viele haben das Anmeldeformular ausgefüllt, wie sie zum Beispiel für dieses Webinar heute und etc. Wenn der Kunde von Ihrer Präsentation überzeugt ist, können Sie auch ein Angebot erstellen. Das können Sie auch direkt hier im C4C machen. Viele Kunden wollen die Angebote gerne in ihren bisherigen Angebotssystemen anlegen, zum Beispiel im klassischen ERP. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Angebote im C4C anzulegen. Leider fehlt uns jetzt die Zeit heute, dass ich Ihnen das genauer zeige. Ja, das Thema Installation kommt aus dem Servicebereich. Frau Zettmeisel hat es vorhin schon angesprochen. Wir wollen mit dem Cloud for Customer die 360 Grad Rundumsicht anzeigen. Hier haben Sie eine Übersicht über alle Instandhaltungsaufträge und Servicetickets. So, zurück zu unserem Prozess. Ich habe die Frau Zeppmeisel als Ansprechpartner dem Kunden hinzugefügt. Wenn ich hier jetzt in den Reiter Ansprechpartner gehe, sehe ich auch schon die Frau Zeppmeisel, die ich jetzt entsprechend hier zu meinem Hauptansprechpartner mache. Unter Aktivitäten
bekommen Sie eine Übersicht über alle Termine, die Sie mit dem Kunden vereinbart haben, über alle Aufgaben, die Sie zu tun haben, alle Telefonate, die Sie führen werden, beziehungsweise alle E-Mails, die Sie dem Kunden geschrieben haben. Diesen Punkt möchte ich gerne dazu nutzen, Ihnen die Outlook-Integration näher zu zeigen. Sie haben die Möglichkeit, ein Outlook-Add-in zu installieren. Das bedeutet, Sie können aus dem Outlook direkt eine E-Mail oder Termine an das C4C zu schicken. Das werden wir jetzt auch tun. Ich wechsle jetzt in mein Outlook und ich habe hier schon eine E-Mail vorbereitet bekommen von der Frau Zeppmeisel, wo sie geschrieben hat, vielen Dank für die tolle Produktvorstellung und sie bittet um ein Angebot. Ich habe hier auch einen Termin vorbereitet und den Termin werde ich dann gleich im Anschluss an das C4C senden. Bevor ich das machen kann, muss ich mich noch anmelden. Wenn Sie das Outlook-Add-in installiert haben, sehen Sie hier einen Bereich Subhypers Cloud for Customer. Sie können sich dann hier anmelden, das habe ich schon alles vorkonfiguriert und jetzt bauen Sie eine Verbindung zu dem C4C auf. Ich werde den Termin jetzt über den Button sichern und synchronisieren an C4C schicken. Ja, während dieser Termin jetzt an C4C geschickt wird, werde ich die E-Mail mit dem C4C verbinden. Sie haben hier die Möglichkeit, noch einen Seitenbereich einzublenden, um hier noch genauere Informationen über den Ansprechpartner zu finden. Mit E-Mail hinzufügen können Sie die E-Mail an C4C senden. Sie können hier noch über Get Details mehr Informationen vom C4C in Ihr Outlook übertragen und mit Übernehmen schicken wir die E-Mail jetzt an unser Cloud for Customer System. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob der Termin bzw. die E-Mail schon angekommen sind. Ich werde hier einen Refresh machen und den Kunden neu laden. Und jetzt schaue ich in meinen Aktivitäten nach meinem Termin. Habe hier die Möglichkeit, auch natürlich zu sortieren. Ich werde das jetzt nach Startdatum machen, dass ich den aktuellsten Termin sehe. Absteigend und Starttermin Uhrzeit. Okay, der Termin lässt noch ein bisschen auf sich warten. In der Zwischenzeit, bis Outlook sich mit C4C synchronisiert hat, möchte ich Ihnen auch die Möglichkeit zeigen, wie Sie einen Termin im C4C anlegen können. Ich werde hier einen Termin 2 anlegen. Wir haben 2 Uhr nachmittags. Genau, das reicht doch schon. Ich sehe hier den Termin. Ich möchte Ihnen gerne etwas über den Besucher zeigen. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was ist ein Termin und was ist der Unterschied zwischen Termin und einem Besuch? Ein Termin ist ein Termin. Da haben Sie, Sie definieren einen Tag, eine Uhrzeit, einen Gesprächspartner und die Dauer. Aber ein Besuch ist viel mehr als ein Termin. Besucher müssen geplant werden. Wenn Sie zum Beispiel ein Filialnetz haben, dann möchten Ihre Außendienstmitarbeiter ja auch in die Filiale gehen und gewisse Dinge kontrollieren oder Themen mit den Mitarbeitern besprechen. Sie werden A-Kunden haben, Sie werden B-Kunden haben und C-Kunden, welche Sie mehrmals jährlich besuchen möchten und manche Kunden nur einmal. In den Besuchen haben Sie die Möglichkeit,
zu wählen über alle Besuche, die sind noch über alle offenen Besuche oder noch zu planenden Besuche. Da sehen Sie jetzt eine Menge in unserem Demosystem. Sie können aber auch hier in den Besuchsplaner via Google Maps Integration sich auch einzeigen lassen, wo Ihre Kunden sich geografisch befinden. Sie haben hier dann noch die Möglichkeit, sich die Kunden in einer Tabelle anzeigen zu lassen oder, wie Sie gerade gesehen haben, in der Landkarte. Zu dem Thema Analysen und Dashboards. Wir befinden uns in einem Demosystem. Ich werde hier auf eine Auswertung mir suchen, wo ich konsistente Daten zur Verfügung habe. In dem Fall ist es das Dashboard zum Pipeline. Hier hat SAP standardmäßig sehr viele Auswertungen und Reports anzubieten. Sie können sich natürlich für Ihre persönlichen Bedürfnisse und unternehmensspezifischen Bedürfnisse eigene Reports anlegen. Wenn wir in einen Report abspringen, hier sehen wir zum Beispiel, wie viele Opportunities Sie noch zu qualifizieren haben, wie viele Opportunities schon ein Angebot erhalten haben, wie viele Opportunities sind in der Entscheidungsphase oder hier, wie viele habe ich schon gewonnen. Sie haben auch die Möglichkeit, das, wie Sie wollen, in anderen im Kreisdiagramm anzeigen zu lassen. Was ein tolles Feature ist, in der Tabellenübersicht haben Sie jetzt die Möglichkeit, wie Sie es in der Outlook-Integration schon gesehen haben, ein Add-in runterladen für Excel. Sie können C4C auch mit Microsoft Excel integrieren. Das bedeutet, Sie können diese Auswertung, diesen Report, wie Sie ihn hier sehen, runterladen und in Excel direkt bearbeiten. Das hat den Vorteil, dass wenn Sie zum Beispiel einen Report verwenden möchten, den Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen oder zum Beispiel in einem wöchentlichen Schurfix immer am Laufenden haben wollen und immer frisch aktualisiert haben wollen, dann müssen Sie nicht jedes Mal in C4C einsteigen und den Report ins Excel runterladen, sondern durch die Synchronisation mit C4C haben Sie immer automatisch den aktualisierten Stand. Zum Abschluss der Demo möchte ich Ihnen noch ein paar Features zeigen. Sie haben die Möglichkeit, hier über HTML5, was ich jetzt nicht starten werde, kommen Sie in die Administrations-Light-Modus. Das heißt, Sie können hier Ihre Layouts spezifisch anpassen, Felder ein- und ausblenden, Workcenter ein- und ausblenden, je nach Ihren Kunden persönlichen Bedürfnissen. Sie haben auch die Möglichkeit, hier direkt einen Vorfall zu melden, wenn etwas nicht funktioniert oder Sie einen Fehler gefunden haben, haben Sie auch die Möglichkeit, hier direkt ein Problem zu markieren und hier einen Bereich auszuschneiden, wenn Sie sagen, der Fehler ist an der Stelle passiert. Eine kurze Beschreibung. Ich werde es jetzt nicht weiterleiten, weil dann bekommt dieser Vorfall in Form eines Tickets, eines Incidents direkt an die SAP. Über Hilfe haben Sie noch die Möglichkeit, sich Videos anzusehen, How-To-Videos zum Beispiel. Sie gelangen hier direkt auf die Help-Seite von der SAP und haben hier Dokumentationsleitfäden, How-To-Videos etc. etc. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es soweit zur Demo. Die Lisa wird jetzt Ihnen noch ein paar Folien zeigen. So, prima. Dankeschön. Bevor wir das nun direkt schon zum Abschluss kommen, möchte ich Ihnen einfach noch ein paar Referenzen mit auf den Weg geben. Unsere Cloud-Erfahrung haben wir schon in vielen Projekten aus verschiedenen Branchen und auch verschiedenen Prozessen, nicht nur die Standard Prozesse und die Vertriebssicht, die wir Ihnen jetzt gezeigt haben, sondern eben genauso auch aus dem Marketing und aus dem Servicebereich schon beweisen können. Ich möchte ganz kurz über ein paar Success Stories
gehen, aber wie gesagt, erhalten Sie die Folien auch im Nachgang und wir stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen und detailliertere Informationen zu den einzelnen Referenzen zur Verfügung. Die erste Referenz, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Projekt mit Arista, eins unserer größten Cloud for Customer Projekte. Arista entwickelt oder produziert Tiefkühlbackwaren. Jeder von Ihnen hat vermutlich in einem Hotel oder einem Restaurant schon Arista-Backwaren selbst auch gegessen. Das Besondere an dem Arista-Projekt war, dass wir eine eigene iPad-App entwickelt haben, sodass der Außendienst in der Lage war, die Produkte besser zu präsentieren und auch offline mit sich immer dabei zu haben und damit auch nicht immer den Printkatalog mittragen kann. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, die schöne Möglichkeit, 10.000 Kunden, 100.000 Kunden immer in der Hosentasche dabei zu haben. Und das gelingt eben auch bei Arista mit der Produkt-App. Fuchs ist ein global operierender Konzern, ein global operierender Schmierstoffkonzern, der eine weltweite Lösung implementieren will, und zwar eine maßgeschneiderte Lösung und damit Transparenz über globale Key Accounts weltweit auch schaffen zu können und bindet hier mehrere ERP-Systeme im Hintergrund an. Ein letztes Beispiel ist Stabilo. Stabilo, die einen Store-Check implementiert haben, das heißt, der Stabilo-Mitarbeiter prüft bei seinem Besuch in einem Laden die entsprechende Präsentation der Produkte. Damit können schnellere oder Aufträge schneller bearbeitet werden, der komplette Besuchsprozess sehr viel effizienter und schneller abgewickelt werden und natürlich auch mobil abgewickelt werden. Eine ganz besondere Referenz, die uns sehr am Herzen liegt, ist die Movento selbst. Wir selbst sind auch Referenz der SAP. Wir nutzen selbst auch Cloud for Customer. Und das, was wir vorhin schon gesehen haben, diese mobile Lead-Erfassung, nutzen wir selbst auch auf der Messe. Das heißt, wir haben so die Möglichkeit, direkt im Gespräch schon die Kontaktdaten, die Visitenkarten, die Gesprächsinhalte zu erfassen und damit Dankesmails individualisiert und direkt nach dem Gespräch raussenden zu können, nach einem Messegespräch. Bleiben Sie up to date, besuchen Sie gerne unsere Homepage, um mehr über unsere Projekte zu erfahren. Unser nächstes Webinar, das stattfindet, ist am 19. Oktober, also nächste Woche, zum Thema Marketing, wie man mit kontextbasierten Marketing Kunden begeistern kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank und tschüss.